Die Zoo-Frage ist. Toe-Frage, also. Und er antwortet: Die Toe! Und der erste Kampf hier. Bandito Nummer 2. Ein Ditto-Wild erscheint. Wir spielen heute. Genau. Ich freue mich drauf. Nicht. Und ja, starten wir das Spiel. Ich werde es mal antesten. Ich habe es mir für den Vollpreis im Laden gekauft. Warum auch immer. Ich fand es halt irgendwie saulustig und also in meinem Kopf war es eine gute Idee. Mal berufswegen nehme ich an einer kleinen Tagung teil und ja. Doch was, wenn es auch Dittos gibt, die selbst das Verhalten und die Sprache von uns Menschen perfekt imitieren können? Vielleicht ist schon längst jemand aus deinem Umfeld von einem Ditto imitiert worden, ohne dass du es gemerkt hast. Hahaha, war nur ein Scherz. Dum, dum, dum. Ich denke, das lässt sich machen. So lässt sich schlafen. Ultimativer Betttest. Fernseher gibt es ja auch. Naja, weiß man ja, was man abends hier tut. Ja. Das kann man schlecht machen. Wenn wir das mal versuchen, einfach mal das Schlechtes zu machen. Alter. Und weiter geht's. Du hast einen Belohnungssticker erhalten. Ja, toll. Kann ich mir mein Poesiealbum kleben? Kann ich mir heute erfolgreich in mein Tagebuch schreiben? Bei Hello Kitty, Happy, Happy Family. Erfolgreich Gartenmöbel zusammengezimmert. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play und zu meinem ersten Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Quatsch, mit Let's Play Ben. So würde das dann wohl klingen, wenn ich mit dem aktuellen Stand und dem aktuellen Können mein erstes Let's Play überhaupt auf YouTube begonnen hätte. 2 Jahre Zwergenfürst LP. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Junge oder Mädchen? Da muss ich mal ein bisschen überlegen, wenn ich so an mir herabgucke. Bin mir relativ sicher. Ja. Aber was ist das für eine Auswahl, das ist Junge oder Mädchen und was ist, wenn ich Conchita Wurst bin? Ja. Den Witz, das war der nächste Witz in meinem ersten Projekt, in meinem ersten Pokémon Y. Es lohnt sich einfach, das anzugucken, auch wenn es eine grottenschlechte Qualität hat. Es war einfach, waren halt meine Anfänge, mein erstes Video auf YouTube. Ja, das könnt ihr euch vorstellen, wie schlecht das war. Nun ist es offiziell, es geht mit mir zu Ende. Ja, die kostenlose Download-Version für die Nintendo Switch. Ich habe es mir mal runtergeladen und werde es heute mal in einem einzigen Part testen. Das wird der erste und der letzte Part von Fortnite. Ich muss das ganz, ganz leise sagen. Nicht, dass das noch irgendjemand hört, wenn ich den Titel dieses Spiels ausspreche. Dann haben wir ja wohl irgendwie was hingekriegt. Dann kriegt der hier noch was in der Hand, kriegt der hier noch ein Fotoapparat. So. Ja, mit viel Fantasie. Ah, okay. Uha! Da wurde ich getroffen. Hilfe! Uha! Ich bin am Boden. Ach, verdammt. It's Zander. 40. Schöne Grüße gehen raus. Du Arsch hast mich getötet. Setz dich. Nimm dir einen Keks. Mach es dir schön bequem. Du Arsch! Ja, die Schrotgewehr-Dingens ist schon irgendwie am besten. Weil die wirkt mehr. Naja, seid ihr bereit für einen sehr zähen, sehr langen Kampf gegen diesen Typen.
Ich bin's nicht, aber naja, auf geht's. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen und viel Ausdauer. Und ich soll. In der Liebe. Oder der Böse. Gut. Davon war besiegt. Ja, was soll ich sagen? Ja. Och, es ist so schön, den Sims dabei zuzuschauen. Wie die sich da. Ja, lieben. Wie die sich mögen und wohlfühlen. Anderen dabei zuzusehen, wie sie sich wohlfühlen, das war schon immer eine schöne Sache. Versuchen wir zu überleben. Ja, Mario ist auch irgendwie in gewisser Weise ein Survival-Game. Zumindest, wenn ich es spiele. Da gibt es vieles, was man unter Umständen nicht überleben kann. Und wenn man den Skill von Zwergi hat. Das kommt dann noch jetzt dazu. Könnte passen. Und da können wir gleich unseren Charakter auswählen. Den Steve, den wir spielen werden, den wir spielen wollen. Joa. Da haben wir die Wahl zwischen den dreien hier, naja, den sechsen. Aber ich werde wahrscheinlich den männlichen Charakter nehmen. So schaut's aus. Joa. Der sieht doch ganz duft aus. Wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens? Just to be clear, oh, jetzt können wir entscheiden. That's easy. I'll take the little tiny little zombies. Ja, hier große Zombies. Das ist ein Entscheidungs-Adventure. Ein Click-Adventure. Wir dürfen uns entscheiden, wie das Spiel weitergeht. Da waren wir doch auch schon. Die wunderschöne Musik anhören. Ich werde verrückt. Ja, jetzt wird's gruselig. Wir wollten mal ein bisschen irre spielen. Fuchsania City, wie wär's denn damit? Boah, du darfst von nun an mit mir surfen. Möchtest du es versuchen? Pikachus Strand, Surfer mit dem Steuerkreuz. Oh cool. Ein Spiel, ein Minispiel. Es verbirgt sich hier am Strand. Surfen des Pikachu am Start. Na super. Feuern. Ja, warum machen wir hier? Klimmzüge, Liegestützen sind das natürlich. Und wozu brauchen wir das? Blümchen abbauen. Sit-ups. Kohle. Scharfscheren. Nice. Gestern war hier ganz mieses Wetter. Thank you.
Bist du mal ein bisschen traurig, weil mal wieder etwas lief? Aber nicht so, wie du wolltest, sondern leider völlig schief. Erlebst du einen Tag wie die im Folgenden genannten? Hör Musik von deinen alten Bekannten. Hier gibt es einfach alles, was man sich nur wünschen kann. Dieses Lärm, diese Vielfalt zieht mich völlig in den Bann. Ich hatte es nie, niemals so fantastisch vorgestellt. Münster, du bist die schönste Stadt der Welt. Der Mensch ist keine Nummer. Prinzessinnen mit Sternen darf man nicht umbringen. So kam bei Matten Licht ein neues Kind zur Welt und das Lager bekam einen neuen Häftling. Es war, als würde der kleine rotgesichtige Mensch den dunklen Raum mit goldenem Licht erfüllen. Wie wird er heißen? Fragen die Frauen. Eigentlich weiß ich es nicht. Vielleicht nach dem Vater, stotterte die Mutter vor Glück. Bring ihm lieber bei, sich an seine Nummer zu gewöhnen. Die Nazis werden ihn sowieso nicht anders benennen, bemerkt eine alte Frau bissig. Was haben wir hier drin? Joa, direkt mal springt mich hier ein T-Shirt an. Ich pack mal hier die Schere weg. Jo. So, ein T-Shirt. Wuhu! Was steht denn da drauf? Semper Ludens. Kann man sehen. Ich muss hier in die Kamera gucken, ob das passend ist. Ja, ich sitze hier an einer Palme hier auf dem Boden und werde euch mal ein paar Bilder und ein paar kleine Videoclips zeigen, die ich in den letzten Tagen jetzt hier auf der Wallfahrt aufgenommen habe. Svenfi, darf ich fragen, wie dein Adelstitel lautet? Fürst, bitte. Eure Durchlauchtigkeit. Wie bitte? Du hast gar keinen. Doch. Ich bin der Fürst von... Ach komm, lass mal was bleiben. Kurfürst bin ich sogar. Also bitte. Jumpscare. Wird es einen Jumpscare geben? Jumpscare des Todes hinter der nächsten Tür. Ich sehe es doch schon kommen. Bitte nicht. So, da sind die Geister, die wir suchen. Die Geister, die ich rief. Zack, na komm. Zack, großer. Komm rein. Ich werde bekloppt. Meiner, treu. Ich wurde bis jetzt. Welch Fiasko! Zwengfee gewinnt 1800 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die ach so edle Dame hervor. Mario und Co. wollen herausfinden, wer der ultimative Superstar ist. Was bedeutet das und wie soll man es entscheiden? Aha, Mario hat offenbar eine Idee, wie man den Superstar ermitteln könnte. Den anderen gefällt sein Vorschlag ganz offensichtlich.
einen Stapel von Super Mario Party für die Switch. Ja. Da haben wir es. Super Mario Party. Ein Fahrstuhl. Okay. Das ist ja was ganz Neues. Ein Fahrstuhl. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen sollten. Ist eher schlecht als recht, aber... Okay, rotes Licht. Fahrstuhltür erstmal zuziehen oder was? Dann bin ich ja gefangen im Käfig. Das mache ich sehr ungern. Okay. Das war vielleicht ein großer Fehler. Was geht auf? Wer als erstes da ist, der holt sich den Stern. So ist es nun. Oh, die Animation. Stern erhalten. Müssen wir wohl mal die Totenruhe stören. Niemand zu Hause. Mhm. Totenruhe umsonst gestört. Na, ist da was drin? Nicht wirklich. Drehen wir uns um. Oh, der Raum. Der war da, war aber anders. Der war so nicht. Das Gemälde nochmal ein kleiner. Och, Mensch. Alter. Der Flur hier nochmal. Oh, ich zitter mittlerweile am ganzen Körper. Macht mich hier langsam fertig. Die plötzlichen Momente. Ich bin so schreckhaft. So ein schreckhafter Mensch. Och! Türen und Gänge, die sich plötzlich auftun. Was machst du mit mir, Spiel? Das kannst du nicht mit mir tun. Och! Das Thema heute, wie ihr es wahrscheinlich schon ein Thumbnail und Titel irgendwie mitbekommen haben könntet, ist ein wenig, ja, anders als sonst. Na, anbraten. Anbraten. Hops. Auf allen Seiten ordentlich anbraten. Das ist mein erstes Mal mit diesem Spiel. Da stelle ich mich doch bestimmt wieder blöd an. Da sind auch ein paar Rohseiten. Ich hoffe, die Kampf stellen sich noch blöder an als ich. Ui. Braten. Bratzwergi. Noch eine Seite. Oh. Da oben ist schon einmal fast fertig. Nein, das wird hier nichts. Ah, verdammt. Nee, das sieht schlecht aus. Ist einer schon fertig? Das war natürlich Mario, der schon fertig ist. Und dann kommt nur noch eine Seite. Nicht der letzte werden. Ja. Mario! Ja, war ja klar. Hammer, wie stehe ich denn jetzt? Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Glückwunsch, Mario. Nee, kein Glückwunsch. Das war kacke. Okay, 4 Sterne. Ah, Yoshi hat einen 5. Stern gekriegt. Hm. So, jetzt wird es mehrgleisig. Ich muss gucken, wo der Zug lang fährt. Und wo es wichtig ist, freizuräumen. Ich mag mich als Mario hier verdammt gut. Heißt ja auch nicht umsonst Mario Party. Die Minispiele habe ich bisher, glaube ich, alle gewonnen. Also, ja. Ist eine wahre Sternstunde für Mario. Und das ist Yoshi. Der Bonus geht an. Oh, Luigi und Mario. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Damit habe ich 6 Sterne. Der Zwergwurst spielt Minecraft. Das ist richtig. Minecraft Anno.
ein Hühnchen. So, da unten bist du, Hühnchen. Gok, gok, gok. Kann ich dich damit füttern oder? Liebesmodus. Und bleibst jetzt bei mir. Nicht abhauen, nicht abhauen, Huhn. Ach so, der folgt mir. Das ist ein männliches Huhn. Ich nenne es Klaus. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Oder auch nicht. Taki! Oh, der kommt schon runter. Zack. Oh, okay, den haben wir besiegt. War das der erste Gegner hier? Puh. Der Turm ist noch höher. Das war wohl der erste Onguyana. Der erste Wachposten hier. Wir hatten jetzt gewonnen. Spannend. Naja, nicht spannend, das ist voll klar. So weit, so gut. Und wir haben gewonnen. Trommelwirbel. Das sollte ein Trommelwirbel sein. Tut mir leid. Ich hab's versucht. Jetzt geht der Sieg an. Mario! It's me, Mario! Mario number one! Hui, hier ist noch dunkel, würden wir manchen machen. Badatz. Ja, sieht hier nicht immer so sauber aus. Das sieht aus wie ein Monitor. Eine Tastatur, eine Maus. Ein Adventskalender. PC. Geiler PC. Gaming-PC. Dann waren wir auf der Festwiese vom Bundestag. Da waren ganz viele weiße Zelte aufgebaut, in denen sich die verschiedenen Länder vorgestellt haben, die Vertreter der Länder. War halt ja etwas regnerisch das Wetter und aber doch sehr schön zwischendurch, wenn dann die Sonne mal rausgekommen ist, war dann doch blauer Himmel und ja, das Computerspielmuseum. Ich war noch nie drin, das war Premiere für mich. Ein wundervoller Ort, ein wundervolles Museum. 1990, 1991, 1993, da waren halt dann die Spielekonsolen des Jahres drin, hier der SNES, mit dem einige aufgewachsen sind. Die erste Konsole von Nintendo, also die erste wirklich etablierte und gute, also die erste, die sich gut verkauft hat von Nintendo, die NES. Darüber erzählen, aber darum soll es jetzt nicht gehen, soll jetzt keine Geschichtsstunde werden. Wäre auf jeden Fall eine interessantere Geschichtsstunde, als man so in der Schule bekommt. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Museum. Ach Mensch. Ja, meine Kamera ist immer noch kaputt und ich nehme hier mit dem Handy auf. Hier mal eine Sprachdatei. MP3, mal ein bisschen, ja, mal schauen, was ich da mal mitmachen werde. Was ihr jetzt hier so für ein wunderschönes Hintergrundbild sehen werdet. Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Es ist Zeit, Zwergenfee. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go! Was sehe ich da? Ein Bisasam. Na, das fange ich mir. Beute? Himmelbeere? Ja, komm. Das muss ich haben.
Zack, zack, zack. So, gibt es einfach so ein Bisasam hier im hohen Gras. Na komm, das müssen wir schnappen. Zack, daneben, oben an. Zack, los. Einfach fabelhaft. Naja, fabelhaft sieht anders aus. Das ist nur Zeit im Versuch. Und komm, komm, vier. Nice. Und da ist es drin. Den Scheiß werde ich sofort zurückschicken. Spreadshirt. Ernsthaft. Deswegen haben wir auch eine Flex. Und Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Kein Zweifel kann darüber bestehen. Der Schein über seine Beerdigung ward unterschrieben. Von dem Geistlichen, dem Künstler, dem Leichenbestatter und den vornehmsten als Tragenden. Es ist mein Ernst, sagte Scrooge. Fröhliche Weihnachten? Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein? Was für ein Grund, fröhlich zu sein? Du bist arm genug. Nun, antwortete Neffe Reiter, was für ein Recht haben sie, grämlich zu sein? Was für ein Grund, mürrisch zu sein? Sie sind reich genug. Und damit willkommen zu meinem Winter-Minecraft-Projekt Minecraft Chimney. Was die nächsten Parts so alles bringen. Oh, ein Schwein in einer Lore. Das soll es auch mal geben. Es hat Spaß am Rumfahren. Das Schwein. Au! Ganz viele Häuser, ganz viele Gebäude hier, in die wir wohl noch reinschnuppern werden. Und dann werden wir uns vielleicht auch irgendwann mal was Neues bauen, was Eigenes bauen. Das sieht doch schon alles ganz wundervoll aus. Und heute ist jemand zu Gast bei mir. Wie schon in den letzten Jahren, es ist mittlerweile fast eine Tradition. Und immer wieder am 6. Dezember. Immer wieder am 6. Dezember. Es ist ein Muss, dass er hier mit bei mir ist. Also, und ja, heute begrüße ich als Gast bei mir den Klaus. Nichts wünschten Sie sich mehr, als sie schon fast die Hoffnung auf ein Baby aufgegeben hatten, wurde ihr Wunsch doch noch erfüllt. Sie bekamen einen kleinen Sohn. Überglücklich nannten sie ihn Nikolaus. Da hörte er aufgeregte Rufe.
Schiffe waren im Hafen von Myra angekommen, die bis oben hin mit Getreide beladen waren. Bischof Nikolaus eilte sofort los. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Ich war gerade aus dem Bett rausgefallen, da rief mich eine Person auf meinem Handy an, die meinte, ich wüsste doch, wer sie ist. Also begrüßte mich direkt und sagte, ja, ich würde doch wissen, warum sie anruft, und ich müsste doch wissen, woher und also wer das ist, der da anruft, und was die Person von mir will. So, schon überholt. So, jetzt nicht runterfallen. Jetzt wird er langsamer. Der Zwergi, der Mario. Zack, zacke die Luster. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von innen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Hallo. Hi. Willkommen zu Zwergis Video. Tja, ihr seid hier nicht auf Mordados Kanal. Nein, ich bin ein Weihnachtsgeschenk von Zwergenfürst. Ja, frohe Weihnachten.